Willkommen zu Music for Women and X. Ich möchte gerne mit meinem Casio Synthesizer Musik machen. Und ich möchte das gerne mit dieser Kamera hier aufzeichnen. Die soll eine brauchbare Audioqualität haben. Zu der Kamera gibt es ein Gehäuse. Das Gehäuse hat auch Löcher. Die sind aber kleiner als die Mikrofonöffnungen hier an der Kamera. Da gibt es, soweit ich das sehen kann, zwei Stück. Und da gibt es auch zwei Löcher für. Naja, die ist stoßfest. Am Gehäuse, die möchte ich jetzt größer machen. Und dazu habe ich hier eine Bohrmaschine, einen Akkubohrer. Und Bohrer aus Österreich. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich fange mal mit dem Metallbohrer an. Der Holzbohrer ist, ja, wo auch immer der 4mm Holzbohrer ist. Oder was ist das? Naja. Wie den auch mit dem Metallbohrer. Ich wahrscheinlich hier den Holzbohrer. So. Ja, fangen wir mal einfach an. So. Ich habe hier noch ein Werkzeug zum Anschlag. Das ist das hier. Setze das nochmal an. Der Bohrer nicht verrutscht. Ist da schon eine kleine Katsche drin? Ja. Wenn du nichts sehen kannst, ist schwierig. So. So, der nächste größere Bohrer wäre der hier. Ja.
ziemlich blind. Guck mal, gerade ein Zöpfchen. Ich kann mal gerade gucken, wie groß das werden würde.
auch noch. Mit der Kamera gucken. So, zack. Ach ja, muss man so einsetzen. So, da sieht man auch das Loch von dem Mikrofon, das ist gut so. Ich habe hier ein Holzmesser auch bei mir. So, das los. Müsste jetzt auch vernünftig da reingehen und wieder rausgehen. Das Mikrofon kann auch noch ein Loch bohren, muss man mal ausmessen. Und hier unten ist definitiv auch noch ein Mikrofon. Da gibt es ein Loch an der richtigen Stelle. Kann man jetzt auch wieder anfangen.
eigentlich. Sowas bräuchte man jetzt eine Standbohrmaschine. Bei Plastik geht es noch, aber bei Metall kann man sich damit auch die Hände kaputt schlagen. Man sollte so ein bisschen Übung haben, muss ich jetzt einfach mal dazu sagen. Ich bin gelernter Tischler und kein Metallbauer.